Eine verkrustete Masse schreitet durch Hamburg, erstarrte Menschen. Der G20-Gipfel kommt. Es ist der Zustand, in dem sich die Gesellschaft befindet, der Glaube an Solidarität, der scheinbar verloren gegangen ist. Die Menschen, die in ihren erstarrten Strukturen festhängen. Gemeinsam zwar, aber gefangen in Egoismus, so die Message. Es ist ein friedlicher, künstlerischer Protest, ein stiller Aufschrei gegen G20. Wir können nicht darauf warten, dass die Machthaber dieser Welt eine Veränderung anstoßen. Wir müssen es selber in die Hand nehmen. Und jetzt ist die Zeit dafür. Sie wollen von mir die Zukunft Ihrer Stadt erfahren. Sag ich denen, ich weiß nichts, werden Sie mir nicht glauben. Sag ich, was ich voraussehe. Bringen Sie mich um. Im Frühjahr, wie erwartet, begann dann der Krieg. Er zog die Schrauben an. Er warf sein Sicherheitsnetz über ganz Troja. Strenge Kontrollen, alles dessen, was einer bei sich führt. Sonderbefugnisse für die Kontrollorgane. Warum wollte ich die Sehergabe unbedingt? Die Zukunftssprache hat für mich nur diesen einen Satz. Ich werde heute noch erschlagen werden. Hallo. Servus. Schluss mit dem Selbst. Rudi, hallo, guck mal. Das ist, hallo, warte, das ist. Wach auf. Alter, ich hab jetzt Cassandra. Das ist ein Ding. Oh, muss schon gleich. Das ist ein Ding. Scheiße. Sag mal leise. Das ist ein Ding. Ich bin von Afghanistan. Hey, Jungs, pass doch auf. Das ist von Afghanistan. Hey! Hilfe! Ich helf dir! Hey, was machst du? Ich weiß es nicht.